Ja, ich freue mich eben ganz herzlich, dass ich von der Vera Bauer gefragt wurde, ob ich diese Notenschau heute moderieren will, und habe natürlich sofort Ja gesagt. Wir haben die letzten zwei Wochen 10 Models eingekleidet und heute sehen Sie dann hier das Ergebnis. Katja trägt einen langen Rock, oder einen Rock für Großgewachsene, dann ein Basic Shirt mit 3/4 Armen, sowie eine Alpaka-Jacke, Alpaka-Strick. Beachten Sie auch den Schal, der hat das gleiche Muster wie sowohl mein T-Shirt als auch der Rock. Das ganze Ensemble stammt von der Firma Madness. Madness ist eine deutsche Firma, die in Indien produzieren lässt. Sie ist Mitglied in der Fair Wear Foundation und auch im Verband der Überprüfung der Arbeitsbedingungen im Bekleidungs- und Textilhandwerk Indiens. Sie haben Textilien, die alle das GOTS-Siegel besitzen, und zwar ist es eine Zertifizierung, die eben die Nachhaltigkeit sicherstellt unter dem Aspekt der Ökologie und von sozialen Projekten. Sowohl in der Zentrale als auch im Lager wird 100% Solarstrom verwendet. Außerdem betreiben sie eine Pelletheizung und Sonnenkollektoren. Schick für den Einkauf, nicht nur im Supermarkt, sondern auch auf dem Wochenmarkt. Ein Hemdkleid aus leichtem Denim, dazu ein gewebter Baumwollschal. Der Bolgakanga-Korb stammt aus Ghana, ist handgefertigt. Der Firma Nepalaya aus Nepal,
dazu einen reinen Alpaka-Schal. Die graue Kuriertasche ist aus Recycling-Baumwolle und die Applikationen sind vegan, aus recyceltem Kunststoff und aus Schnüren vom Auto, vom Anschnallen, von den Kurven. Sicherheit. Der Günther, da sehen Sie jetzt wieder den Ball in Regenbogenfarben, diesmal als Fußball. Circa 80% der Fußbälle stammen aus Pakistan. Bei vielen Bällen ist Kinderarbeit im Spiel. Das ist jetzt ein Ball, der nicht aus Kinderarbeit gefertigt wird. Der Günther trägt ein Shirt. Man nennt es Cut-Out-Shirt, das ist auf der Seite eine ausgeschnittene Applikation und drunter ist also ein kontrastfarbener Stoff genäht. Beim Waschen ringeln sich die Streifen noch etwas zusammen und man sieht dann den Kontrast noch besser. Einen Schalkragen aus Bio-Baumwolle. Die Kuriertasche stammt aus Indien und ist aus recycelten Plastiktüten gefertigt. Das Shirt kostet 29 Euro, die Tasche 39, der Ball bei Baumwolle, dazu einen Rollkragenpullover,
Der Cardigan in dunkelblau ist hervorragend darauf abgestimmt. Beachten Sie auch das Keramikperlen-Collier. Das und der Armreif kommen von Mikada. Das ist eine kleine Keramikmanufaktur in Kenia. Jetzt sind wir wieder beim Madness. Brunige trägt einen Hosenanzug. Der Soundcord-Blazer kostet 89 Euro, die Hose 79. Das Shirt nennt sich Dropneck. Es hat also einen Tropfenausschnitt sowie im Falten gelegten Ausschnitt. Die Tasche ist handgeknüpft und kommt aus Madagaskar. Mit Krempelarmen,
für alle die, die die Almilchmus ganz nach vorne mögen. Dazu einen Viskoseschal, der handgenäht in Ägypten wurde. Und ein Portemonnaie, das eine Handstickerei, Handapplikation aus Nepal hier in Nepal hergestellt wurde. Hergestellt ist und 100% vegan ist. Jersey-Jaguar-Muster, dazu eine Loopschal mit Schmetterlingsmotiv. Die Halskette ist aus Baumwollsträngen und Glasperlen gefertigt. Die Lederhandtasche zeigt Ihnen Kontrastnähte und da sieht man so diesen besonderen Schick. Das Kleid 71,50, der Loop aus Seide 42,95, die Ledertasche 59 Euro. Schnittführung. Besonders interessant ist der Kragen, ganze gebunden mit einem Gürtel, dazu einen Rucksack mit einer praktischen Außentasche. Drunter trägt sie ein Kleid im Mandala-Design von Nepalaya. Farblich dazu abgestimmt, der Silberring mit Malachit-Anhänger. Ja, und in diesem Kleid sind Sie gut aufgehoben.
Paris, in Ingolstadt und auch in Buxheim. Es ist ein Kleid für elegante Anlässe. Sie können damit ins Konzert gehen, ins Theater, für festliche Veranstaltungen in der Familie. Sein Kleid mit enger Taille und sehr schönem Rock. Praktisch dazu ist das sogenannte Multicape. Es ist ein Schal, der seitlich Knöpfe hat und so kann man es eben sowohl als Cape als auch als Schal tragen. Der ist wieder aus Viskose gefertigt. Viskose ist zwar eine Kunstfaser, die aber aus natürlichen Rohstoffen wie Zellulose hergestellt wird. Das Täschchen eignet sich eben auch sehr gut für Abendveranstaltungen. Dazu ein sogenanntes Kikoi, das ist ein gewobenes Badetuch, in diesem Fall mit einem Frotteninnenfutter, das man also sowohl zur Dusche als auch im Sommer am Strand sehr gut nutzen kann. Es gibt es in sehr vielen Farben. Dazu hat er dann noch, um noch etwas Entspannung zu üben, eine Yogatasche dabei mit einer Yogamatte. Thank you.
Heiligen. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, nach Ingolstadt zu fahren, euch die Mode auszusuchen, heute schon einen Probedurchlauf zu machen. Vielen Dank. Das war glaube ich, haben Sie das gesagt, haben Sie das gesagt, dass das lautet Chitzle, das ist dann Achterweiter dann unterwegs, ja. So, vielen Dank. Jetzt waren noch zwei wichtig heute Nachmittag, die habe ich nicht erwähnt. Das ist der Norbert Staud, der hat uns die Modenschau gefilmt, weil die Models, die möchten die Modenschau auch sehen. Und die haben keine Chance und darum hat er uns einen Film gemacht, Norbert. Komm doch mal nach vorne, oder muss ich zu dir? Danke. Ich weiß, wie beschäftigt du bist auch heute, aber vielen Dank für die Zeit. Und dann noch einen Fotograf, der uns immer mal wieder treu zur Seite steht. Das ist der Mann von Manuel Armani. Vielen Dank. Jetzt schon für die Preis. Ich weiß, für die schönen Fotos, die du gemacht hast. Nun zu dir, liebe Karin. Es ist immer eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten oder etwas vorbereitet zu wissen von dir. Du hast einfach sehr viel Feedback, sehr viel Wissen, das du spontan abrufen kannst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und wir haben für dich auch was vorbereitet. Du bist eine der Ersten, die den Buxheimer Kaffee bekommt. Mit einer Rose vom Weltland geschmückt. Danke, Frau. Diese ganze Mode und noch mehr bekommen Sie im Laden in Ingolstadt, auch in verschiedenen Größen. Und ja, besuchen Sie den Laden, Sie werden da auch mal beraten. Und ja, und jetzt ist die Mode unten. Wer jetzt gleich was gefunden hat, kann auch schon heute einkaufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.